Wo ist Terry? Wo ist Terry? Habt ihr Terry gegessen? Seid ehrlich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Walking Dead. Wir haben ja letztes Mal hier den Schraubenzieher geborgt, damit wir hier jetzt in der Scheune das Schloss aufbrechen können. Oder besser gesagt einfach nur abschrauben können. Jetzt müssen wir hier Andy irgendwie rauslocken. Mal schauen, wie ich das jetzt anstelle. Ich spreche jetzt erstmal nochmal kurz mit Kenny. I picked up something I think could help with the lock. All right, good to hear. Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Ja, er ist mir ja eine große Hilfe. Dankeschön. Hey there, Andy. Yep. Sagen wir mal das. Danny needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right, all right. Be right back, Doc. Oh, okay. Jetzt schnell. Schnell, schnell, schnell. Komm schon. Der wird doch gleich wieder kommen und dann erwischt er mich. Okay, let's do this. False alarm, I'm back. Hm. Scheiße. Okay. Das heißt, ich muss draußen irgendwas anstellen, damit der da rauskommt wahrscheinlich. Aber was? Kann ich beim Generator irgendwas machen? Power Switch. Oh, wenn ich den jetzt einfach ausschalte. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Okay. Oh Mann. Vielleicht kann der Bruder irgendwie... Vielleicht kann ich mit dem irgendwas machen. Hello. Hallo. I saw a wheelbarrow over there full of garbage. Some bloody clothes. Things happen on a dairy. Cut myself darn bad just the other day. Blood everywhere. You seem okay. I'm tough. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Der ist so ein Psycho. It'll be a good one. Mach mir jetzt schon Sorgen, was da noch kommen wird. Pardon me, Brenda. What's on your mind, Lee? When will dinner be ready? Should be ready before too long. Die sitzt da die ganze Zeit. Wie soll das Essen fertig werden? Die macht gar nichts. Die lügt nur. Unmöglich. Was mache ich jetzt? Vielleicht können mir die zwei da irgendwie helfen. Gehen wir mal rüber und fragen die. So Larry, it looks like you're getting along with Brenda pretty well. You know, for a nice change of pace, how about you try and minding your own fucking business? Oh, der ist so ein... Hey, I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Okay, du hilfst mir also auch nicht. Cool, danke. Ja. Muss ich beim Generator noch mal irgendwas machen? Schauen wir mal. Wenn ich das jetzt wieder mache, dann kommt der doch nur wieder raus und schaltet den wieder ein und... Vielleicht kann ich drin irgendwas machen, ich weiß auch nicht.
Eigentlich müsste der ja eh abgelenkt sein, weil ja die Kuh da ist und... Okay. Trying distracting Andy, but he keeps coming back. There's got to be something out there you can mess with to keep him busy for a while. What about those generators? Der geht mir so am Sack. Der steht hier nur und lässt mich machen, ey. Okay, das heißt, ich muss jetzt echt irgendwas am Generator rumfummeln und kaputt machen, damit... Ich nehme einfach die Axt. Kein Problem, dann braucht er eine Weile, bis er es wieder repariert. Okay. Nimm doch mal irgendein Tool oder so und mach was kaputt. Ah. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. Ja, hast du doch. Dann nimm. Mach das auf. There you go. So, und jetzt mach mal das kaputt. That thing is all too tight for my bare hands. Okay. Mach ihn halt nicht ganz kaputt, ne? That should do it. Ja, aber das checken die doch, wenn da jetzt was fehlt. Through a belt. Damn it, dog. Ah, son of a... Okay, jetzt aber schnell. Geh schon. Vor allem, der checkt nicht, dass da einfach ein Riemen fehlt, ne? Den haben die Heinzelmännchen geklaut oder so. Komm schnell. Geh schon. Oh Mann. So, komm. Jetzt schauen wir, was da drin ist. Bin schon so gespannt. Und wir kriegen nichts zu essen, ich weiß es. Essen ist fertig. Wetten? Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Ja, lass mich nur allein. Hast schon recht. Bin ich wieder der Arsch? Wie ständig? Komm, mach das auf. Screws holding it to the door. If I can remove them, I don't even need to deal with the lock. Okay. Okay. Zwei noch. Verlier die Schrauben bloß nicht, hä? Oh mein Gott, oh mein Gott. Gleich sehen wir, was da drin ist. Dinner time. Die Tür stand bereits offen. Ja, klar. Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Zerlegen die da Menschen drin? Essen wir gleich Menschenfleisch? Ernsthaft jetzt? Oh, Brenda, you are an angel. Excuse me, miss. We had to block the back door after a walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry about him.
I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Die haben den da drin zerlegt, oder? Der ist jetzt unser Mittagessen. Wetten wir? Andy's college degree. These boys aren't stupid. Danny's baseball trophy. Seems like it's been years since kids were playing sports for fun. This dairy must have meant a lot to them before the walkers destroyed everything. High school diploma. Mhm. Lauter kluge Menschen hier. Walkers aren't getting through that thing. Okay. I could use a shave. Some kind of lotion. Gauze pads. Nimm das alles mit, Alter. Nein, lass es drin, hast recht. Wolltest du nicht Hände waschen? Nein, er wollte nicht. Er wollte die Treppe hochgehen. Stimmt's? This must be Terry. Wo ist Terry? Wo ist Terry? Habt ihr Terry gegessen? Seid ehrlich. Wird doch da irgendwas klopfen. Was ist das für ein Kabel eigentlich? Scheiße! Schnell, geh weiter. Der braucht aber lange beim Händewaschen. Wenn er zurückkommt, dann wahrscheinlich so, ich musste mal groß. Was haben wir denn da Schönes? Wo geht das Kabel hin? Where is that cord going? What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tubes, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Naja, die haben gerade jemanden von deinen Leuten zusammengeflickt. Someone needed some first aid recently. Musty as hell. Candles. Smart. What do they need so much morphine for? Naja, ein bisschen Morphium hat noch keinen geschadet, ne? Oh Gott, oh Gott. Where is that cord going? Na gut, dann schauen wir mal weiter. Da ist eine Tür, ansonsten gibt es hier, glaube ich... Ah ja, hier kann ich eh nicht rein. Okay. Oh Gott. Oh, da ist Blut. Ja, und wo soll Mark sein? Where the hell is Mark? But Brenda said he was up here resting. Oh mein Gott. Feels like there's a storm coming. Oh mein Gott. Is that blood? Farm books, cookbooks. Nothing out of the ordinary here. Ach du Scheiße, nein, echt jetzt. Die haben den gegessen. Oder besser gesagt, die essen den. Oh mein Gottes Willen. Okay, nein. Bevor wir dieses Bücherregal wegschieben, mache ich hier nochmal eine kleine Pause und wir sehen dann im nächsten Teil, was da dahinter ist, und ich bin echt mega gespannt. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.